Willkommen zurück zu Gran Turismo 6 und was wir heute machen ist ein bisschen Arcade-Modus, also wir werden nicht vorankommen, ich werde viel Scheiß erzählen, beziehungsweise ich werde keinen Scheiß erzählen, sondern Sachen, die mich momentan richtig aufregen. Und ja, also wer nur Gran Turismo sehen will und sich um meine Dinge nicht schert, der sollte an dieser Stelle am besten abschalten, das wird dann nämlich keine Folge für dich und ich gehe jetzt hier in den Arcade-Modus Einzelspiel und da fahren wir mal gegen die KI, die auf mega hart eingestellt ist, gucken wie gut die ist. Und wir fahren einfach mal irgendeine Strecke, die ich am besten kenne, weil sonst werde ich ziemlich hart verkacken. Wir fahren. Suzuka bin ich immer scheiße. Komm, Laguna Seca ist immer geil. Vielleicht bessert das ja meine Stimmung ein wenig auf. So, dann nehme ich auch mal den Benz AMG VGT, warum denn nicht? Warum denn nicht? Rundenanzahl setze ich mal auf 3 hoch. Wir fahren als Profi-Einstellung und los geht's im Arcade-Modus. Eigentlich wollte ich das Ganze im Battlefield machen, weil das ein bisschen mehr so zur Aggro-Thematik passt. Aber, was mich noch mehr Aggro macht... Battlefield... hat keine Server. Es gibt einen einzigen Conquest Large Server, der mega voll ist und alles andere ist leer. Es könnte daran liegen, dass es bei mir noch nicht Weihnachten ist. Wir haben gerade den 23. hier zur Zeit, in der ich aufnehme. Und wir haben 9 Uhr morgens. Es ist der erste Tag meiner Ferien von der Uni und ich habe 9 Uhr morgens eine Aufnahme gestartet. Das ist die früheste Aufnahme, die ich glaube ich je gemacht habe. Und die Aggro-Musik im Hintergrund gefällt mir auch richtig gut. Warum bin ich so früh am Aufnehmen? Ja, das könnte daran liegen, dass ich heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden bin. Ich habe mir den Wecker gestellt, um zur Stadt zu fahren. Was wollte ich bei der Stadt? Naja, eigentlich ist das eine Sache, die ich erstmal nicht ansprechen wollte. Aber das... Boah, Alter. Weißt du... Boah, ich könnte jemandem ins Gesicht schlagen. Aber ich sag nicht wem. Boah, so eine... Also, ich fange mal kurz mit der Geschichte an. Ja? Vom 21. bis 24. Oktober wurden hier ein paar Steine gelagert auf einem Parkplatz, der vor dem Haus liegt. Das Ganze war auch ganz normal abgesichert. Und jemand aus der Nachbarschaft ist intelligenterweise da reingefahren. Und jetzt kriege ich Mitte Dezember eine, beziehungsweise zwei Benachrichtigungen von der Stadt. Zwei Briefe am gleichen Tag. Ich hätte keine Erlaubnis gehabt, die Steine dahin zu stellen. Ich habe die Steine nicht dahingestellt. So, da ist wahrscheinlich die Intelligente, die da reingefahren ist, zur Stadt gegangen und hat mich da angeschwärzt, obwohl ich überhaupt nichts damit zu tun habe. So, dann habe ich der Stadt geschrieben, ja, ich habe damit nichts zu tun. Was schickt die Stadt mir zurück? Einfach nur ein Bild von den Steinen, die da stehen. Ja, und inwiefern beweist das meine Schuld? Überhaupt nicht. Ich habe die nicht dahingestellt. Ich war es verdammt nochmal nicht. Ja, ist es so schwer, Stadt? So, und dann bin ich da heute extra hingefahren, weil ich habe im Internet nachgeguckt, die Stadt ab morgen erst Weihnachten hat und von daher heute jemand da sein müsste. Ja, von wegen! Halbe Stunde da gewartet, niemand ist da in der Abteilung. Niemand! So, und dann ist das so, die sind jetzt bis zum 6.1. erstmal schön in Weihnachtsferien, ne? So, also praktisch, also du hast 4 Wochen Zeit, um das Ganze entweder zu regeln oder zu bezahlen. Und, ja, die Hälfte der Zeit ist die Stadt einfach mal in Weihnachtsferien, kann ich also nicht hinschreiben oder gar nichts machen, ne? Der einzige Weg, der mir jetzt noch bleibt, ist entweder ich antworte jetzt mal, also ich werde auf jeden Fall nochmal was schreiben, ich werde auch nachher nochmal versuchen anzurufen, ob die mittlerweile da ist, die dafür zuständige. Ach ja, ich kann sie sogar nicht zurückschalten, warum auch immer. So, jetzt wird er einmal in den ersten Gang. Boah, was? Da. So, ich könnte dir jetzt noch irgendwie eine Antwort schreiben. Ich bin extra dahingegangen, um das noch zu klären, bevor die in ihren kargen Weihnachtsferien sind. Ich meine, wie kann eine Stadtverwaltung für 2 Wochen in Weihnachtsferien gehen? Sag mal ehrlich. Ich meine, ist ja nicht so, als würden die ganz normalen Sachen weitergehen. Nö. Die Stadt macht Pause und alles andere pausiert dann auch, oder was? So, auf jeden Fall muss ich das Ganze auf jeden Fall bis zum 12.01. geregelt haben komplett. Also bis zum 12.01. müsste meine Klage beim Landgericht Düsseldorf eingehen. Wenn ich das nicht vorher geregelt kriege. Und vorher geregelt kriege ich es wahrscheinlich nicht mehr, weil die Stadt am 6.1. wieder öffnet. Und ratet mal, was ich ab 1.6. wieder habe. Ja, Uni.
Ja, und da habe ich genug mit zu tun. Da habe ich auch genug Probleme mit, ohne dass ich irgendeine Scheiße mit der Stadt klären muss. So, da kann die Stadt jetzt natürlich wahrscheinlich relativ wenig für, es sei denn, die hängt da irgendwie mit drin. Sondern nur die Behinderte, die hier meint, mich anschwärzen zu müssen, obwohl ich nichts gemacht habe. Boah, das regt mich so auf und vor allen Dingen, weißt du, wenn ich das dann auch noch bis zu Gericht bringen muss und boah, ey. Ich meine, das sind 25 Euro, aber ich werde die 25 Euro sicherlich nicht bezahlen, weil ich nicht die Person bin, die das war. Hätte ich die Steine dahingestellt, okay, kein Problem. Kein Problem. Das Beste ist ja, in dem Stadtschreiben stand erstmal, dass es bei einem Rundgang oder so von jemandem von der Stadt bemerkt wurde. Und im zweiten Schreiben, als ich dann gefragt habe, wie die gerade auf mich kommen, wurde dann gesagt, dass von jemandem mein Name genannt wurde. Toll! Super! Ich meine, soll ich einfach mal hingehen und bei irgendjemandem vom Haus gucken, ob da irgendwas ist und dann sagen, ja, der hat dies und das gemacht? Ich meine, wir leben ja, zumindest lebe ich in der Illusion, dass es hoffentlich noch so ist, in einem Rechtsstaat. Und da gilt es ja wohl, die Schuld zu beweisen, nicht die Unschuld zu beweisen. Und da soll mir doch mal irgendeiner beweisen, dass ich die scheiß Steine dahin gesetzt habe. So ein Bullshit, weißt du? Und das kann euch auch ruhig aufregen, denn das wird darauf hinauslaufen, wenn es ganz vor Gericht geht, werde ich sicherlich gewinnen. Weil ich es nicht war und ja, die ganze Nachbarschaft kann es praktisch bezeugen. Und ihr wisst ja, wer dann die Kosten der Gerichtsverhandlung trägt. Genau, der Staat. Schön, ne? Tja, bedankt euch nicht bei mir, bedankt euch bei der anonymen, aber ich denke mal, ich weiß, wer es war, Anzeigerin. Und vor allen Dingen, was auch sehr interessant ist, die Meldung darüber, dass ich jetzt gefälligst die 25 Euro zahlen musste, kam Mitte Dezember. Ich meine, wenn das Ende Oktober war, wieso kommt da nicht Mitte November die Meldung? Wieso so spät? Vielleicht, weil die sich rächen wollte für ihre eigene Blödheit, dass sie in die Steine reingefahren ist. So, die KI war ja auch ein bisschen dämlich hier, also das war überhaupt keine Herausforderung. Boah. Dann noch so viele andere Sachen. Ich meine, wie zum Geier soll ich in Weihnachtsstimmung kommen? Sei mal ehrlich. Wie soll ich in Weihnachtsstimmung kommen? Ich habe mir auch vorgenommen, über Weihnachten Specials zu machen, wo ich dann auch nicht zukam, weil dann da auch irgendwas nicht klappt. Aber dann kommen da noch so andere behinderte Sachen rum, wie zum Beispiel, ich kann den Wagen hier nicht ändern, wie zum Beispiel mit Saturn Duisburg. Das ist auch eine Sache, die ich erstmal für mich behalten wollte, weil ich dachte, komm, das interessiert eh keinen so sehr. Aber, viele wissen es ja, aus Gran Turismo habe ich es ja schon oft genug erzählt, in Gran Turismo 5, in 6 glaube ich auch, dass ich einen 150 Euro Saturn Gutschein habe, oder hatte, eher gesagt. Der jetzt bis Ende des Monats, beziehungsweise Ende des Jahres, ist ja das gleiche, eingelöst werden musste. Okay, wollte ich halt irgendwas Sinnvolles verkaufen, also eine PS4, wenn denn eine vorhanden ist, weil man immer wieder gelesen hat, PS4s werden nachgeliefert. So, und dann gab es im Saturn in Duisburg welche für 450, die nackte PS4 für 450 Euro, nicht für 400 Euro UVP, sondern für 450. Und dann habe ich erstmal den normalen Mitarbeiter da fertig gemacht, bis der mich zu seinem Abteilungsleiter weitergeschickt hat und der nur so, tja, Angebot und Nachfrage. Und dann kam neben mir noch einer, der meinte, ja, in Bochum, Saturn, haben sie die für 400 Euro. Und der so, ja, dann auf nach Bochum. Also wirklich so ein eiskaltes Arschloch, der Kerl. So, das Blöde ist, das ist eine UVP, aber ich bin trotzdem mal überlegen, ob man das nicht Sony melden sollte. Weil das ist von Sony auch nicht so gedacht, dass sie die Dinger für 450 verkaufen. Ich habe mir schlussendlich einen gekauft, weil ich den scheiß Gutschein habe. Aber bis heute, und das ist jetzt 3 Tage her, bis heute lässt mir das keine Ruhe, weil ich habe 2 Teile in mir, die da gegeneinander ankämpfen. Einerseits der, okay, du hast jetzt den Gutschein eingelöst, drauf du, und dann der Idealisten, drauf du, der sagt, sowas geht nicht. Das ist das asozialste Verhalten, was es gibt. Oder wie iTip2 es gesagt hat, literally Hitler. Ich meine, es ist doch so. Seid mir ehrlich. Ich könnte nie Verkäufer bei Saturn oder so sein, wenn ich so eine Scheiße machen müsste.
Ich meine, reicht das nicht, wenn die irgendwelchen Kunden PCs verkaufen, die sie überhaupt nicht brauchen, weil sie entweder zu stark oder zu schwach sind? Je nachdem, welche Zielgruppe da jetzt anfragt. Nein, wir müssen so einen Bullshit noch machen. Und vor allen Dingen, wie eiskalt und suffisant er mir das dann gesagt hat. Ich meine, es ist ja weitläufig bekannt mittlerweile, und das wurde mir da auch nochmal gesagt, dass Sony den Verkauf der PS4-Konsolen an gewisse Bedingungen knüpft. Das heißt, die Märkte kriegen, ja, eben einmal hier reinfahren. Das heißt, die Märkte kriegen neue Konsolen geliefert, wenn sie dazu auch mindestens ein oder zwei Spiele verkaufen. Habe ich gesagt, okay, nehme ich ein Spiel oder zwei dazu. Habe ich kein Problem mit, hätte ich so oder so gemacht. Und er meinte, nö, verkaufen wir einzeln für 450. Und damit, ich weiß ja nicht, ob das einfach nur eine Abmachung ist, die da mit Sony haben, oder ob das vertraglich geregelt ist, aber damit würden die den Vertrag mit Sony brechen. Wenn da dann drin stehen würde, dass die auch das Spiel an die Kunden verkaufen müssen. Ja, wirklich eiskalt, der ließ auch nicht mit sich verhandeln oder so, und ich bin eigentlich relativ gut im Verhandeln, wenn ich es denn will. Ja, absoluter Bullshit, Mann. Absoluter Bullshit. Ja, wir müssen ja hier, wir haben alles gemacht, damit Sony uns noch Konsolen gibt. Und deswegen müssen wir die jetzt für 450 verkaufen. Ich meine, natürlich hat er recht, die sind auch für 450 weggegangen, weil viele Idioten die gekauft haben. Und da schließe ich mich jetzt nicht aus. Ich habe den Gutschein, deswegen habe ich jetzt effektiv 300 Euro bezahlt. Aber ich hätte lieber effektiv 250 Euro bezahlt, weil es einfach richtig ist. Ja? Ich habe die Konsole nicht gekauft, weil ich die jetzt unbedingt haben will, sondern weil ich den Gutschein loswerden will. Und ich weiß, dass ich eh früher oder später eine PlayStation 4 kaufen werde, spätestens wenn denn dann Gran Turismo 7 rauskommt. Also habe ich dann in den sauren Apfel gebissen und die echte 450 geholt. Deswegen hier an der Stelle mein kleiner Aufruf, ich möchte mal meine gewisse Reichweite nutzen. Wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt und ab und zu mal mit dem Gedanken spielt, beim Saturn im Duisburger Forum einzukaufen, dann tut das doch mal nicht. Kauft beim kleinen Einzelhändler oder kauft bei einem anderen Saturn, aber bitte nicht in Duisburg. Also ich werde da nichts mehr kaufen, es sei denn, ich weiß, dass es ihnen schadet. Einfach aus Prinzip. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen asozial von mir an. Und das war ziemlich scheiße gefahren. Aber es ist einfach so, ich gönn's denen nicht, wenn die auch noch so süffisant sind. Und weißt du, der Abteilungsleiter meinte dann, ja, kann ich nichts dran machen. Ja, wer sitzt die Preise dahin? Willkommen der Filialleiter, wird ja wohl der Abteilungsleiter machen. Bin da auch noch am Lügen und boah, Alter, so ein Drecksack. Das ist echt krass, wie man so ein Drecksack sein kann. Weißt du, und dann wundern sich die paar netten Saturn-Verkäufer, die es durchaus gibt. Die wundern sich dann, warum sie so einen scheiß Ruf haben. Andererseits kannst du auch Saturn und anderen Dingen nicht vertrauen. Ich hatte ja im Sommer, hatte ich ja in Gran Turismo 5, auch schon oft genug besprochen, eine Kamera bei denen vorbestellt, wo ich dann auch den 150 Euro Gutschein für gekriegt habe, die ich unbedingt vorm Urlaub haben wollte. Am besten halt noch vorm Abi war. Und die meinten dann immer wieder, ja, morgen ist sie da, morgen ist sie da, ach nee, die ist doch noch nicht da. Und dann bin ich mal da hingegangen und habe nachgefragt, ja, wir können die so gar nicht geliefert kriegen, aber wir können mal gucken, ob wir den einen Kerl hier dafür irgendwie so, ne, so ein Saturn Panasonic Promo Mitarbeiter, ob der da nicht was machen kann. Und dann wieder, ja, okay, wir haben sie wahrscheinlich morgen da. Nachgefragt, hingefahren. Nö, haben wir nicht. Haben wir nicht. So, am nächsten Tag. Nö, kein Anruf. Hab ich nachgefragt. Ja, okay, morgen kommt sie, wir rufen dich morgen an. Haben nicht angerufen. Ruf ich da an? Ey, habt ihr sie jetzt da? Moment, muss ich mal kurz gucken. Ah ja, hier im Lager, ja, da haben wir sie da. Weißt du, soll ich direkt in deren Lager gucken gehen, ob die da ist? Und sowas ähnliches hatte iTip2, der hat Pokémon vorbestellt. Und es nicht pünktlich gekriegt. Die hatten Pokémon sogar da, als es rauskam. Die hatten es da. Bloß seine Vorbestellung hatten sie nicht da, weil es irgendwie in einem anderen System ist. Ich meine, hallo? Wozu bestelle ich mir denn was vor, damit ich es spätestens zu Release, wenn nicht sogar früher habe? Ja, so ein Bullshit.
Boah, Saturn ist auch so ein Spastiladen. So, und jetzt sag mal, wie soll ich da in Weihnachtsstimmung kommen, wenn ich mich dauernd über irgendeinen Scheiß aufregen muss? Boah. Dann ist dann natürlich noch die Notebook-Kacke für die Uni. Ich möchte noch ein Notebook haben und da kann ich auch keine Entscheidung treffen. Weil ich mir da aber zu viele Gedanken drüber mache und weil keiner der Hersteller ein ordentliches Convertible hinkriegt und alle irgendwie ihre Macken haben. Aber denen habe ich ja nichts vorzuwerfen. Das ist nur so ein innerer Druck von mir, dass ich seit praktisch einem halben Jahr ein Notebook für die Uni suche und jetzt das erste Semester halb vorbei ist und ich immer noch kein Notebook habe. Boah, aber die Sache mit der Stadt ist echt das Schlimmste. Und ich sehe es schon kommen. Jetzt seid ihr darauf hinauslaufen, dass ich dagegen Klage einreichen muss. Und vielleicht gibt es dann ja irgendeine Anhörung oder so. Und die wird wahrscheinlich genau dann sein, wenn ich eine Klausur schreiben muss. Und dann muss ich zur Anhörung, kann die Klausur nicht schreiben und muss deswegen ein Semester länger machen. Genau so sehe ich das kommen. Okay, nennt mich Schwarzseher, aber genau so sehe ich es kommen. Und dann, ne, dann raste ich aber richtig aus. So, das soll es erstmal von mir, von meiner Aggro-Folge gewesen sein. So. Ich weiß gar nicht, wie ich das groß abmoderieren soll. Ich versuche immer möglichst glücklich und fröhlich rüberzukommen in Gran Turismo 6. Und meistens bin ich ja auch fröhlich, wenn ich Gran Turismo spiele, weil ansonsten denke ich mir, nee, das muss ich den anderen nicht antun. Da setzt du dich jetzt mal nicht dran. Es sei denn, es sind halt so Sachen wie, die mich aktuell irgendwie bewegen, wie jetzt zum Beispiel. Eigentlich wollte ich eine schöne Folge machen, so, hey Leute, ich habe eine PS4, ich freue mich voll. Mit dem kleinen Drawback, dass ich halt 50 Euro Saturn in Rachen gespissen habe. Tja. Jetzt haben wir mal eine voll negative Folge gemacht. Ich hoffe, dass ihr Weihnachten wesentlich mehr positive Sachen durch eure Familien zurückkriegt, als ihr hier miterleben musstet. Ich wünsche mir auch gar nicht euer Beileid oder so, aber wenn ihr irgendwie Ideen habt bezüglich der Stadtgeschichte, dann immer her damit. Wobei ich denke, dass da mit Ideen nicht viel zu machen ist. Ach ja, da kann ich noch so eine kurze Sache, wir sind jetzt einmal im Menü, da kann ich jetzt nochmal eben fertig reden. Wir haben auf jeden Fall zweimal gewonnen, das wollte ich auch nochmal erwähnen, ja, zweimal gewonnen, obwohl ich mich überhaupt nicht aufs Fahren konzentriert habe. Das ist auch so eine tolle Sache. Wegen des Bürokratieabbaugesetzes gibt es keine extra Widerrufsfrist mehr, sondern du musst es halt entweder mit dem Zuständigen von der Stadt innerhalb von 30 Tagen hinkriegen, wie gesagt, 14 Tage davon oder so hat die Stadt jetzt zu, 2 Wochen. Und dann hast du keine Widerspruchsfrist mehr oder so, die darüber hinausgeht oder so, oder du legst das zum Widerspruch ein. Nein, du musst direkt dagegen klagen. Was voll der tolle Bürokratieabbau ist, die sparen sich damit ein bisschen was, aber dann das Geld für die anderen Sachen ausgeben, das geht dann oder was? So ein Bullshit, ja? So, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe nichts gemacht und von daher sollen die mir erstmal meine Schuld nachweisen, was sie ja wahrscheinlich nicht können, weil, wie gesagt, ich habe nichts gemacht. So. Ja. Ich hätte gedacht, dass das erste Mal, dass ich irgendwie ein Bußgeldbescheid oder so kriege durch irgendein Tempolimit-Überschreitung ist oder so. Oder irgendwas anderes, was ich zumindest selbst verschuldet hätte, was ich dann auch liebend gerne bezahlen würde, weil ich sehe ja eine Schuld ein, wenn ich es wirklich war. Aber das trifft einen dann doch überraschend. So, und das war es jetzt erstmal von mir. Ich würde jetzt trotzdem noch gerne eine Runde Battlefield spielen. Aber das macht mich wahrscheinlich noch aggressiver, weil keine Server da sind. Weil es so früh morgens ist.